Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Sabine Lienig TV. Ich freue mich, meinen Gast hier zu haben, Robert Franz. Ich denke, Sie kennen ihn alle. Und ich habe heute sehr viele Fragen an dich. Schön, dass du gekommen bist, lieber Robert. Vielen Dank für die Einladung. Siehst auch ganz toll aus. Also dein Outfit finde ich super. Ton in Ton. Ja, das ist das Erste, was mir so auffällt. Und ja, die Zuschauer möchten sicher ganz, ganz viel wissen. Sie wissen natürlich, dass du der OPC-Mann bist. Und die erste Frage erstmal. Wo kommst du her? Wo bist du geboren? Wie alt bist du? Erzähl mal ein bisschen. Ja, mein Name ist Robert Franz. Ich komme aus Rumänien, bin in Rumänien geboren, habe von Kind aus mit Heilpflanzen viel Erfahrung gesammelt. Ich kenne alle homöopathischen Mittel und ich bin seit 28 Jahren in Deutschland. Und wahrscheinlich bin ich sozusagen der Albtraum der Pharmaindustrie. Ich bin halt, ich weiß, in Kampfanzug, wahrscheinlich immer auf Kampf eingestellt, gegen jede Ungerechtigkeit. Aber so ich sage, ich bin der OPC-Mann, weil ich OPC propagiert. Die Leute müssen etwas für die Gesundheit tun. Und deshalb, was mich staunt, dass die Leute machen, was ich sage. Obwohl ich kein Messias bin, kein Prediger und kein Ding. Wahrscheinlich die Leute haben richtig Vertrauen in mir. Das ist sehr gut. Wie bist du dazu gekommen? Was ist dein Beruf? Wie hast du dann deine Berufung gefunden? Denn ich habe das Gefühl, das ist deine Berufung. Du lebst und du lebst dafür. Du brennst dafür. Du hast diese Leidenschaft. Ich habe ja auch schon ein paar Filme so gesehen. Das ist schon toll. Ja, Beruf von Beruf aus bin ich Automechaniker, aber wahrscheinlich weit überlegen Beruf eines Arztes, der einfach nur ein Papagei ist, ein paar Bücher liest und was in der Welt posaunt. Ein Automechaniker muss denken, muss Kollateral Sachen erkennen und darum sage ich, ich bin Automechaniker. Breuß war auch ein Autoelektriker, hat die Breuß-Kur erfunden gegen Krebs und verschiedene Sachen, so dass Beruf ist für mich uninteressant, was bei mir zählt, die Erfahrung. Ich habe halt viel Erfahrung in Sachen Gesundheit, Naturheilmittel und ich habe bemerkt, die ganze Chemie nützt gar nichts. Wir müssen wieder zurück zur Natur, wir brauchen natürliche Stoffe, um auf diesem Planeten zu überleben und mit Rücksicht den Planeten zu schonen und nicht alles in Grund und Boden zu stampfen. Mhm. Erklär bitte mal den Zuschauern, was ist OPC? Für was steht diese Abkürzung OPC und was sind die Inhaltsstoffe? Ja, OPC ist die Abkürzung von Oligomere-Prantocyanidine. Dieses OPC wurde erstmal in der Schale von Erdnusskernen gefunden, haben die Bauern Erdnusskerne gefüttert in Frankreich von Tunesien, haben sie gesagt, es ist giftig und haben sie bemerkt, dass diese Schale ein ganz toller Stoff ist, erstmal für ein Blut. Die Schale macht das Blut dünner, eigentlich verhindert das Blut, das verklebt, senkt den Hämatokrit des Blutes und außerdem, OPC ist ein ganz starker Oxidant und schützt das Gewebe. Jetzt wird OPC nicht mehr aus Erdnüsse gemacht und nicht mehr aus Pinienrinde, weil das OPC für Pinienrinde für Schwangere und Kinder nicht nehmen, sondern die Traubenkerne. In der letzten Zeit sieht man, die Trauben kriegen, wenn immer mehr Trauben ohne Kerne verkauft, wahrscheinlich wollen sie das auch aus dem Weg schaffen, aber die ganzen Kerne, was da in den Weinbergen sind für Wein, das sind keine kernlose Trauben und die bringen. Und das OPC wird von diesen Kernen extrahiert, die Kerne werden gewaschen, entsteht von 100 Kilogramm Kerne, 300 Gramm Pulver und das ist die Stärke des OPC. OPC ist sozusagen 333,3%, ich weiß für, stärker als der Kern selber. Und dieses OPC hat ganz viele Eigenschaften. Und woher beziehst du dieses OPC? Ja, dieses OPC, mein OPC kommt jedenfalls von Frankreich. Es gibt OPCs auf der ganzen Welt. In Deutschland ist auch eine Firma, die macht OPC. Es dreht sich, die Qualität der Trauben muss stimmen und es wird auch in China Haufen OPC gemacht. Kerne kommen von überall auf dieser Welt, aber da hat man keinen Einfluss auf Pestizide, Herbizide, Schwermetalle, was da alles drin ist. Und dann ist ja, wenn ich das OPC, ich weiß, von irgendwo mache und den Menschen darstelle, dann muss ich den Menschen in die Augen schauen. Ich habe mich gewöhnt, nicht zu sparen, weil, okay, wenn man bei Gesundheit spart, dann sind wir am Wesentlichen vorbeigegangen. Ja, und es ist auch nicht so sehr teuer, ne? Man kann es ganz gut erwerben, das heißt also für alle Menschen erreichbar. Ja, ne? Klar, eigentlich für alle Menschen, für einen normalen Mittelstand, ob ich jetzt im Monat, ich weiß, 12,50 Euro für die Gesundheit mache, für 30 Kapseln, die ich monatlich nehme, aber jetzt habe ich voriges Mal auch vorgestellt, eine Kapselfüllmaschine mit dem Wulfing in meinem Sender, wo die Leute selber OPC füllen können und da kommen sie auf einen Preis von 5 Euro pro Packung. Wenn ich eine pro Tag nehme, sind das 2,50 Euro im Monat. Wenn selbst der Rentner mit 200-300 Euro kann sich diesen Betrag leisten. Ist es nicht auch so, dass das OPC, dass es so eine Beweglichkeit der Gefäße macht? Ja, das, genau. Auch die das Gefäße, ist wichtig. Das kannst du dir vorstellen, die Gefäße sind genau wie ein Schlauch, die bestehen aus Strukturen genau. Und mit der Zeit brechen diese Komponenten raus, die Vene oder die Arterien ist rausgebrochen, OPC und Vitamin C tut die Struktur wieder zusammenfügen und macht die Arterien elastisch und außerdem, was mir bei OPC gefällt, dass nach 24 Stunden ist eine Studie gemacht worden, wenn du OPC nimmst, nach 24 Stunden hat sich die Widerstandsfähigkeit der Blutgefäße verdoppelt. Bedeutet, es gibt keine, ich war Versicherung der Welt, ich sage,
du bist auch mit Blut unterwegs, analysierst Blut und du bemerkst, die Leute kriegen Schlaganfälle, Herzinfarkt. Du weißt auch, dass, ich weiß, 95% aller Schlaganfälle, Herzinfarkt passieren durch Thrombozytenaggregation, die Blutplättchen verkleben sich, aber ich habe noch die 5%, wo Blutgefäße platzen. Es platzt ein Gefäß im Gehirn, fängt an zu rinnen und dieses OPC schafft in 24 Stunden, dass diese kleinen Arterien doppelte Festigkeit haben. Das ist für mich OPC die beste Lebensversicherung für Leute, die Angst haben, dass sie schwache Gefäße haben. Die meisten Leute haben schwache Gefäße. Ja, es ist auch mit ein Grund für hohen Blutdruck. Also das kenne ich auch, diese starren Gefäße. Die starren Gefäße, der Blutdruck geht nach oben, da hilft natürlich OPC gut. Aber in 24 Stunden finde ich ja, immer. Ja, genau, sie haben eine Studie gemacht, sie haben eine Vakuumpumpe auf die Hand, haben sie gezogen, die ganze Arterien sind geplatzt, dann haben sie OPC genommen, wieder Vakuumpumpe drauf. Die Gefäße haben zwischen 100% und 300% mehr Festigkeit. Das schafft keine Versicherung. Okay, Vitamin C muss auch im Spiel sein, weil die Struktur unserer Körper, unsere Arterien bestehen aus Kollagen. Vitamin C baut es auf, aber so wie es halt durch OPC gibt es eine ganz tolle Sicherheit. Darum kämpfe ich, dass die Leute das Wissen an die Leute zu geben, die Leute nicht missionieren. Aber ich kämpfe genau wie du, den Leute Wissen zu vermitteln. Ich weiß, sehr wichtiges Wissen, was eigentlich viele Leute das Leben abhängt. Und die Leute haben es nicht. So wie ich sage, unsere Gesellschaft ist ja alles da, es sind nicht die Leute dazu führen, dieses Wissen weiter zu vermitteln. Ich glaube dir, dass das sehr gesund ist, denn wenn ich dich so anschaue, du läufst immer barfuß, ja, auch im Winter und wirst nicht krank. Ne? Warst du irgendwann mal krank? Hast du eine Grippeerkältung gehabt? Ja, wann warst du das letzte Mal? Ich habe jetzt schon seit 10 Jahren barfuß unterwegs. Eigentlich, wir sind auch nicht mit Schuhe geboren. Die Zivilisation hat die ganze Krankheit und ganze Sachen gebracht, wo wir anziehen, Hosen, T-Shirts, was auch immer. Aber so wie ich sage, man sieht, wir leben auch im fremdenfeindlichen Klima. Heutzutage, wenn ich sehe, schon bei der Geburt, kriegst du schon T-Shirt, du kriegst Windel, du kriegst Hose, Strümpfe, was auch immer. Wir müssen genau, wie wir geboren sind, so müssen wir leben.